Hallo Leute, herzlich willkommen. Auf den Nasen, Herr Gaming. Und heute spielen wir eine Video. Hallo Leute, herzlich willkommen. Auf den Nasen, Herr Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde City Skylines. Und wir legen auch direkt los. Wir haben hier gerade aktuell irgendwie Minus. Fragt mich bitte nicht. Warum? In der letzten Folge ist irgendwie ein bisschen alles hier kaputt gegangen. Denn die Nachfrage nach Industrie ist enorm gestiegen. Das Problem ist, ohne Moos nichts los, wie man so schön sagt. Also, das Ding ist, bin ja hier minus 53 Dollar im Minus. Ich muss jetzt hier mal kurz sparen, bis ich Geld habe. So, ich würde mal sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Plus. So, das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal eine Straße hier irgendwo dran und haben nicht so viel dafür. Okay, also wir müssen auf jeden Fall, also hier ist ja noch Gewerbe und da Müll. Ich sehe nämlich hier hinbauen. Dann kann ich da die Straßen hinbauen, dann baue ich die dran und dann habe ich nämlich Industrie. Aber das Problem ist, das Geld fehlt einfach. Und was auch das Problem ist, das seht ihr jetzt, Darlehen, denn ich habe noch mindestens 52 Wochen Zeit, hier dieses Geld abzugeben. Also insgesamt muss ich 21.000 abzahlen. Ja, wird ein bisschen schwer. Also gehen auch jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen hoch auf 13. So. Das hier ist ja Industrie, ne? Eigentlich könnte ich da auf 14 machen. Aber mache ich nicht. Ich lasse lieber auf 13. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ja. Eigentlich müssen die Preise jetzt ein bisschen ab. Ja. Jetzt kann man schon gehen ein bisschen mehr höher. So. Jetzt bleibt es stehen. Okay, jetzt geht's aber wieder. Gut. Jetzt kann ich auf jeden Fall schon mal das bauen. Und dann baue ich dann einmal bis da. Und dann einmal da und dann ja. Jetzt auch. Ja. Muss mal machen. Dann kann ich nämlich schon Industrie hier hinmachen. Rein theoretisch müssten die das jetzt hier bauen. Ja, also man sieht auf jeden Fall schon, dass hier ein bisschen gebaut wird. Bauen wir jetzt ein bisschen, ein bisschen im Minus gebaut gerade. So, ja, durch die Industrie-Dings hier kriegen wir nämlich jetzt noch mehr. Ich würde hier auch sagen, dass wir hier so einen kleinen Durchgang haben. Hier auch. Und jetzt nicht. Ja, hier. Zack. Jetzt auch hohe Nachfrage an Wohngebiet. Ich beschäftige mich jetzt aber erstmal eher ans Industriegebiet, weil das ist mir gerade aktuell wichtiger. Wer sind sie schon, mir anzuschaffen, was ich tun und zu lassen kommen kann? Was? Achso, ja, weil wegen Rauchverbot. Aber, muss so sein. Warum kriege ich jetzt Minus? Oh. Ich lande gerade im Minus. Warum? Stopp. Ja, ich kann wenig machen. Aber warum, jetzt mal ehrlich, warum lande ich jetzt gerade im Minus? Egal. Wir müssen jetzt mal kurz hier weitermachen. Oh, jetzt habe ich Geld. Das ist nice. Jetzt bin ich mich nicht mehr im Minus. Boah, geil. Neue Gebiete. 2 Kilometer mal 2 Kilometer. Neue Dienstleistungen. Transport. Einzigartiges Gebäude. Bus und Taxi. Cool. Stopp. Was wir jetzt machen, ist kurz
Rohr verlegen. Rohr. Ja, natürlich. So. Dann geht das nämlich wieder weg. So. Ja, schön. So. Jetzt. Soll ich den Kredit jetzt schon abbezahlen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ja. Dann habe ich keinen Kredit mehr an der Backe. So. Zahlen. So. Weg mit dem Schmutz. So. Wir haben jetzt Bus und Bahn. Das heißt, der Bahnverkehr hilft ihm, die Anzahl von Privatfahrzeugen auf den Straßen zu reduzieren, was mehr Platz für den Transport von Industriegütern lässt und die Lärmbelästigung verringert. Bauen Sie die Infrastruktur. Ja, bla bla. Bla bla bla. So, Bus. Vergessen Sie nicht. Was? Vergessen Sie nicht, sich das neue freigeschaltete Gebäude anzusehen. Also, das Busdepot. Vierspurige Straßen mit Busfahrspuren kosten 40%. Was? Dreispurige Einbahnstraße. Nee. Ja, so kann ich die aber auch alle nochmal wechseln? Ja. Ne? Das ist nämlich nice. Aber leider kostet das Busdepot 30.000. Ja. Habe ich das jetzt? Nee. Wir gucken mal kurz, ob das hier... Ja, es geht auf jeden Fall wieder runter, aber gleichzeitig auch mein Geld. So. Okay. Okay. Das machen wir auf jeden Fall schon für mich inspiriert, die Natur zu genießen. Ja, das freut mich. Warum haben die jetzt schon wieder ein Rohrproblem? Weißt du was? Wir machen den hier. So. Und auf einmal den hier. Und jetzt einmal bis unten. Wohngebiet suchen die. Okay. Dann machen wir doch hier einmal eine erweiterte Straße. So. Wenn wir hier mal, wo habe ich denn hier einen Durchgang gemacht? Gar nicht, ne? Bin aber hier auch nochmal durchfahren. So. Dann mache ich nämlich. Hier brauche ich eigentlich keine machen. Mache ich hier Wohngebiet hin. So. Was haben wir denn hier so für neue Gebäude? Also, selber habe ich schon. Feuerwache auch. Biethof. Ist das optimal hier hinzupacken? Ich weiß es nämlich nicht. In der Krankenhaus, Altersheim, Axt. So, jetzt habe ich aber kein Geld mehr. Wer sind Sie schon, mir anzuschauen, was ich tun? Ja, roll nicht rum. Raucherlunge. Vielleicht haben wir auf jeden Fall eine Axt. Was ist? Die Nachfrage nach Wohngebieten gehen jetzt auch runter. Das ist gut. Also hier war sie nicht. Die ist. So. Perfekt.
nicht genügend Arbeiter. So. Kann ich ja jetzt viel machen, ne? So, jetzt müsste eigentlich hier drastisch alles wieder hochsteigen, weil... weil das Altersheim verlängert das Leben von Senioren, die innerhalb des Wirkungsradius leben, und steigert außerdem ihre Lebens hinsichtlich Gesundheit und Unterhaltung. Okay. Dadurch habe ich, ich habe aber kein Geld, ne? Also das müssen sie schon wissen. Okay. Ja, okay, also wir holen auf jeden Fall das definitiv das Altersheim. Oh, also Stammer muss vergeben werden. Okay, auf jeden Fall brauchen wir 22.000 für das Altersheim. Ja, okay, Leute, das mit dem Dings wird nichts mit dem mit dem Altersheim, denn ich, wie ihr seht hier, ich lande wieder im Minus, was mich schon wieder sehr nervt. Weil irgendwie hier auch nichts geändert werden kann. Ja, ich kann nichts machen. Ja. Na, mittler. Junge, ich hab doch hier schon Dinge hingemacht. Was wollt ihr denn? Schön, ich kann nichts machen. So, hab mich jetzt gerettet, indem ich einfach alle Zinsen wirklich auf 29 gemacht habe. Ja, wie ihr hier sehen könnt. ja, also viele ziehen gerade aus, Steuern sind zu hoch, ja, schön. Ich brauchte das Geld auch gerade nur eben wegen so ein Kack Winddingen hier. Wasser benötigt, dann muss ich Wasser. So. So. Also ich mache hier noch eine rein. Erhöht sich das schon? Nee. Warum? So, jetzt. Ja, geht ein bisschen hoch. Ja, ja, ja. Okay, aber ich hab's jetzt so halbwegs ein bisschen gerechnet. So. Die haben hier kein Wasser. So. Jetzt kann ich sie auch wieder runter machen. So. Wieder auf. Jetzt. Minus mach, mach ich wieder hoch. So, ich mach wieder Minus. Dann zahlt mir wieder ganz viele Steuern. So. Einfach so Strafe jetzt. Selber schuld, wenn ihr die Steuern nicht zahlen wollt. Seid ihr zufrieden? Okay. Junge, ich hab doch hier eine Feuerwehr. Feuerwehr. Ach, hier.
Discord bei mir. Ah, da hier. Alle Leute, die tatsächlich einfach genieten. So. Okay, Leute. Lasst gerne liken, abonnieren und einen Kommentar da, schaut aus, wie lange mit dir zu selber vorbei. Kommt auf den Tag. Und dann wieder euer Stuff. Ciao, ciao.